Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim und ja, wir suchen immer noch nicht seine Leiche. Verflucht, wir suchen die Leiche von dem Typen, den wir hier vorhin umgebracht haben. Nee, auch nicht den Vampirdiener. Diesen Aschehaufen vielleicht? Nein, auch nicht. Es muss hier irgendwo. Wertvoll. Vampirmeister, deren Schlüssel, der Dietriche. Ah doch, der hat einen Schlüssel. Sehr gut. Ja, damit kommen wir endlich hier vorne durch die Tür. Wir haben ja beim letzten Mal so rausgefunden gehabt, dass man den Kelch benötigt, Bei den Zwillingsmonden. um mit der Quelle hier was anfangen zu können. Und die sprudelt echt ganz schön stark. Ja, aktivieren wir die mal. Wirklich zu schade, wisst ihr? Der kleine Unfall, den ihr hattet, kam völlig unerwartet. Ja, zu schade. Fürst Harkons neuer Liebling starb leider. So kurz nach seiner Aufnahme in die Familie. Wir können von Glück sagen, dass ich hier war, um Vingalmo den Kelch zurückzugeben, damit er sicher gehen konnte, dass Harkon ihn wiederbekommt. Wartet mal, was? Das war nicht so abgesprochen. Wir bringen ihn zusammen zurück. Idioten, ihr habt doch nicht geglaubt, ich würde euch hier einfach herausspazieren lassen, oder? Vingalmo will euch beide tot sehen. Na, das ist schon in Ordnung. Ortjolf hat mir befohlen, alle zu erledigen, die sich mir in den Weg stellen. Ja, dann können die beiden nochmal anfangen. Wieso immer auf mich zuerst? Was soll das, ey? Na, dann würde ich sagen, packen wir nochmal die Vampirform aus. Die gibt's ja nicht umsonst. So, und dann fangen wir mal dem hier an. Na, der kann Schaden austeilen, wenn er dann mal treffen würde. Und wenn ich mal treffen würde, natürlich, dann könnte ich auch ein bisschen Schaden austeilen. Ja, man ist so mächtig als Vampirfürst. Ja, und jetzt hör auf, hier Shesago auszusaugen, ist zu unfreundlich. Das mache ja noch nicht mal ich. Ja. Dann würde ich sagen. Jetzt muss ich schon wieder erst meine Form wechseln, aber wie? Nein, das wollte ich gar nicht. Zurückverwandeln wollte ich. So. Und jetzt einmal. Ach, das hat jetzt schon gereicht irgendwie. Ist ja witzig. Ja gut, dann würde ich sagen, auf zur Rotwassergrotte. Was mir gerade auch so in den Sinn kommt, was würde jetzt eigentlich passieren, wenn ich wieder zur Dämmerwacht spaziere? Ich glaube nämlich, die mögen mich dann nicht mehr so ganz. Aber früher oder später kommen wir da wahrscheinlich sowieso noch hin. Ja, das werden wir wahrscheinlich aber alles noch sehen. Oh, und die Tür öffnet sich für uns. Warum war die eigentlich nicht offen? Ist ja auch egal. Ich meine, irgendwie hätten die beiden da ja reingemusst. Ja, da haben wir eine Holztür. Gibt es hier noch irgendwie nichts? Ist da super. Übrigens, hi Händler. Guten Morgen. Ja, morgen. Die interessiert das irgendwie überhaupt nicht, dass wir jeden umgebracht haben. Jeden von der Kundschaft. Na gut. Dann würde ich sagen. Ja. Ach, der ist auf einmal auch Vampirdiener. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier raus. Und wir müssen jetzt eigentlich zur Festung zurück. Die Frage ist, gehe ich jetzt zur Festung? Au, Vampirblut. Böse. Soweit ich weiß, macht das in Skyrim aber gar nicht so viel. Ja gut, die Frage ist, jetzt gehen wir jetzt zur Festung zurück oder gehe ich jetzt hier noch so ein bisschen rum und terrorisiere alles mit meiner Vampirgestalt? Ich bin im Moment ehrlich gesagt ein bisschen mehr für Letzteres, weil das macht irgendwie ganz schön Spaß. Auch wenn die Gegner dann ein bisschen zu einfach werden mit dem Vampirzauber. Allein dadurch, dass ich ja das Leben, was ich denen abziehe, da zubekomme. Apropos so Leben abziehen. Haben wir echt noch keinen neuen Punkt? Ach, ich kann jetzt gar nicht hier reingucken. Moment, sind wir krank? Also. Außer, dass wir Vampir sind, meine ich natürlich. Ne, sonst haben wir eigentlich nichts.
Also, Gesundheit, Magie und Ausdauer. Und wird um 30 Punkte gesenkt. Oh mein Gott. Schrecklich. Ach, und Ausdauer wird jetzt auch wieder nicht wiederhergestellt. Oh, das ist irgendwie alles ein bisschen suboptimal, so als Vampir. Ich hoffe ja, es gibt nachher Blut in Flaschen oder so. Apropos Blut in Flaschen, haben wir nicht sowas? Wir haben uns doch. Rotwasserskoma. Ne, stellt auch nur Ausdauer wieder her. Von irgendwelchen geheimen Vampireffekten steht da nichts. Na gut, dann gucken wir eben mal hier vorbei. Wer wohnt denn hier? Felders Zahn. Mit einer Menge Gegner. Ja, da muss ich mal wieder zur anderen Gestalt wechseln, natürlich. Ja, und das Vampirblut wallt immer noch. Aber hier regeneriert es sogar. Also das Mana regeneriert sich doch. Ja, Banditenplünderer stirbt am Blutverlust. Das ist nämlich deine Achillesferse. Ah, und jetzt ist auch wieder ein Talent verfügbar. Ist es nicht schön? Aber schön ist es nicht für dich und für dich auch nicht. Ja, ich sagte für dich auch nicht. Ich wollte eigentlich mal treffen. Ich glaube, ich muss doch mal wieder das Fadenkreuz einstellen. Ja, wo ist denn der jetzt? Ah, da! Shisago wird echt immer beleidigt. Unverschämt. Dabei ist er doch auch nur ein aufstrebender Magier. So, und jetzt gucken wir erstmal ganz kurz nach dem Vampirfürstentalent. Oh, wir haben sogar zwei Talente. Du entdeckst alle Kreaturen. Ja, was gibt's sonst noch? Töte einen Gegner mit einem mächtigen Bissangriff. Wir beißen ja nicht. Beißen ist so barbarisch. Nichts für einen gebildeten Hochelfenmagier wie uns. Kräfte der Nachtmagie. Der Nacht- und Blutmagie kosten 33% weniger. Nicht schlecht, aber wir haben kein Mana-Problem. Eindeutig nicht. Oh, das klingt schick. Außerdem führt es zum Gargoyle-Beschwören. Das klingt nämlich auch ganz schick. Genauso wie der Leichenfluch. Oh ja. Der klingt auch schick. Das hier oben, wenn ich richtig verstehe, ist jetzt mehr so ein Nahkampf, ne? Der Nachtmantel ist vielleicht noch gar nicht so schlecht. Aber irgendwie Nahkampf ist ja wieder nichts für uns. Viel zu barbarisch. Natürlich ist Blutaussaugen hier mit Magie viel besser, als im Nahkampf irgendwelche Leute mit Klauen aufzureißen. Gut, ich gebe zu, Vampir sein ist generell etwas barbarisch. Und bietet uns gerade hier noch nicht mal einen Eingang. Ausdauer war auch keine mehr. Ach, das kann ja nicht wahr sein. Irgendwie haben wir nichts mehr. Eingang? Das sieht mir doch noch am Eingang aus. Oh, oder nach Banditenwölfen. Hier, nimmt das Banditenwolf. So, Tür auf. Wir wollen nämlich hier rein und wir wollen hoch. Hoch kommen wir nicht. Wir kommen aber erstmal hier nach Faldas Zahn. Und dabei haben wir selbstverständlich wieder mal eine schöne Ladezeit. Aber da kriegen wir nochmal gesagt, dass wir Stufe 21 erreicht haben. Ist ja auch wunderschön. Als ob ich mir das nicht merken könnte. So, irgendjemand hier, der Stress machen möchte? Zum Beispiel der Banditenstraßenräuber. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist zum einen, dass ich die Sago hier umbringen könnte. Zum anderen... Lebt er noch? Er lebt noch. Zum anderen, dass wir vielleicht irgendwann hier mal jemanden finden, der freundlich ist. Und dann greift er uns an, weil wir ein ekelhafter Vampirfürst sind. Auch wenn wir ihn gerettet haben. Ah, hier war gerade eine Zugkette. Muss ich jetzt hin?
Die war doch hier gerade. Was? Die Zugkette, Shisago. Die Zugkette war da gerade. Ja, der kann auch nicht richtig zuhören. Hi Leute. Ist da jemand? Oder hi Leute eher. So, Plünderer, gib mir dein Blut. Besten Dank. Was auch nochmal ganz interessant wäre, was ist eigentlich, wenn ich jetzt jemanden hier ansauge und dann bringt Shisago den um? Kriege ich dann trotzdem meinen Fortschritt fürs Vampir-Fürst-Talent? Oder kriege ich dann nichts? Wann gibt es eigentlich das nächste Talent? Ach, das gibt es schon bald wieder. Sehr bald schon. Ja, Shisago. Pass doch mal auf, wo du hintrittst. Schweb lieber über dem Boden. Macht alles viel einfacher. Ah, das Buch, das sieht ja schon wieder so einzigartig wichtig aus. Aber das ignorieren wir es. Ah, wir ignorieren es, oder? Nein. Ja, doch, wir ignorieren das jetzt. Wir ignorieren das und suchen lieber einen Weg, der uns hier weiterführt. Ich glaube, der hätte uns gerade fast was umgebracht. So, wir fangen mit dem Banditengesetzlosen an. Und danach sterben wir anscheinend. Oh, ein Fernkämpfer. Ja, jetzt kommt doch erstmal alle schön hier rein. So, dass Shisago da seine Ruhe hat. Das wäre nämlich unglaublich gut. Dann kann ich nämlich ja entspannt ein wenig Blut saugen. Oh, und das nächste Talent ist verfügbar. Auch eine ausgezeichnete Sache, um die ich mich gleich kümmern werde. Sobald der hier bitte auch nochmal umkippt. Und wo ist jetzt eigentlich Shisago hin? Also, wer ist Shisago ist tot? Ist Shisago tot? Hat irgendjemand Shisago gesehen? Oh, ich glaube, ich muss gleich neu laden. Ah, nein, muss ich doch nicht. Shisago überlebt alles. Ist auch ein Kanji. Und die sind immerhin schnell zu Fuß. So, nächstes Talent. Das geht hier irgendwie ziemlich schnell. So. Leichenfluch. Jetzt habe ich einen neuen Zauber noch, oder? Ich habe sowieso noch hier einen neuen Zauber. Ich kann Vampirsicht anmachen. Oh, schick. Macht alles ein bisschen heller. Und ja, nehmen wir mal kurz den Leichenfluch in die Hand. Das trainiert aber, soweit ich das verstanden habe, nicht meine normalen Fähigkeiten, wenn ich jetzt hier so Veränderungsmagie benutze oder so. Ich meine, Leichenfluch ist ja irgendwie eindeutig Lähmungszauber und damit Veränderung. Aber ich glaube trotzdem kein Trainingseffekt vorhanden. Was irgendwie schade ist. Oder kommt man hier auch noch durch? Oder muss ich da erst woanders hin? Hallo? Ist da vielleicht irgendjemand, der mir sagen kann, ob der sich gerne hinlegen möchte? Hoch! Shisago schiebt den ja richtig. Na, ich glaube, gerade hat Shisago den umgebracht und ich habe trotzdem den Talentfortschritt bekommen. Ausgezeichnet zu wissen. Bleibt halt nur die Frage, wie komme ich jetzt weiter? Das war wahrscheinlich nur meine normale Form. So. Eben Licht an. Und da ist die Zugkette. Und ich glaube, da werden wir jetzt auch gleich schon wieder zum Vampirfürsten. Weil das einfach super ist. Vor allem, weil man da so rumschweben kann. Ja, die Skeever, die gibt natürlich auch ein bisschen Talentfortschritt, dafür sind die immerhin gut. Gold, 3 zu 1 auf Weiß. Hört sich an wie leicht verdientes Geld. Ja, wisst ihr, was noch leicht verdientes Geld ist? Banditen umbringen. Obwohl ich natürlich jetzt ihre Ausrüstung nicht mitnehmen kann. Allein schon, weil ich keinen Platz im Inventar habe. Ach, Straßenräuber, stirbt doch.
Genau wie der Gesetzlose, der kriegt auch ein bisschen was aufs... Scheiße. Oder? Ja, ich muss neu laden. Schade, schade. Aber ich würde sagen, dann machen wir auch erstmal wieder ein Päuschen oder beziehungsweise für die Folge hier Schluss. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, euch schönen Tag und ciao.